Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen zur heutigen Ausgabe der Munich Economic Debates, die wir am IFO-Institut gemeinsam durchführen mit der Süddeutschen Zeitung. Heute Abend vertreten durch Marc Beise, der heute auch bei uns ist. Diese Veranstaltung, wie Sie wissen, ist immer Teil einer längeren Reihe von 4 Vorlesungen, und wir beginnen heute die Reihe sozusagen im Wintersemester, also eine neue Reihe, und die hat den Titel Die neue Weltordnung, wie Wirtschaft und Politik nach der Pandemie eine neue Normalität aufbauen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend, ich glaube, den absolut bestmöglichen Sprecher für dieses Thema bei uns haben, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herzlich willkommen, lieber Herr Spahn, und danke, dass Sie das möglich machen, in dieser Zeit, in der Sie ja nun wirklich sehr, sehr gefragt sind. Weil Sie so gefragt sind, müssen wir heute auch etwas kürzer sein, als wir geplant haben. Sie müssen nachher noch ins Bundeskanzleramt, und deshalb haben wir heute nur 50 Minuten, aber 50 Minuten, die wir auf jeden Fall nutzen möchten. Wir hatten besprochen, dass Sie einen Vortrag halten und wir danach dann Zeit haben zu diskutieren. Und dann deshalb würde ich sagen, wir sollten beginnen. Noch ein Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer: Wenn Sie Fragen haben, können Sie die in die Frage- und Antwortfunktion eingeben. Und wir würden dann die Fragen aufgreifen nach dem Vortrag und sie an Herrn Spahn weiterreichen. Aber wir sollten jetzt beginnen. Lieber Herr Spahn, herzlich willkommen nochmal hier im virtuellen München. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Fuß, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch für das Verständnis. Hoffentlich jedenfalls, wenn ich etwas früher in dieser dynamischen Lage ist, auch der Terminkalender dynamisch und Obersticht unter, dann gleich nachher aufbreche. Aber bis dahin natürlich gerne mit Ihnen erstens schaue, wie wir stehen. Einmal aktuell, aber auch nochmal grundsätzlich Lessons learned, und dann gerne in die Diskussion kommen. Zum einen, wo wir stehen, Sie bekommen alle mit, die Zahlen steigen. Sie steigen übrigens im europäischen Vergleich noch. Wir sind relativ weit unten in der europäischen Liste bei der Inzidenz auf niedrigem Niveau, was deswegen überraschend ist, weil wir ja mitten in Europa liegen. Die anderen hinter uns sind alles eher Randgebiete oder Inseln in der EU, sodass das schon dafür spricht, dass wir toi 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 bis hierhin auch eine Bevölkerung haben. Das zeigen ja auch alle Umfragen, die mit hoher Akzeptanz mitmacht. Das ist nämlich die schärfste aller Waffen, die Aha-Regeln, banal, aber wirksam, und eben ein gemeinsames Aufeinander achten wollen. Da darf man sich auch von manchen Bildern nicht irgendwie irritieren lassen. Die große Mehrheit jedenfalls, auch bei denen, die an Einzelmaßnahmen Zweifel haben, ist aber bis hierhin bereit, auch die Dinge gemeinsam füreinander durchzutragen. Wir sehen übrigens die steigenden Zahlen vor allem in 2 Bereichen, vor allem im metropolischen Bereich, vor allem in den Großstädten, und da vor allem einerseits eher das Thema Feiern, ausgelassen sein, Jüngere, und auch der Teil gehört dazu in bestimmten Bereichen, wo es eben kulturell, was großfamiliäres Treffen angeht, was auch manchmal sonst die Frage angeht, wie man mit Regeln umgeht. Ich meine, dass die Ampeln lahmgelegt werden, hupend bei der Hochzeit, hat halt ja auch manchmal was mit kulturellen Zusammenhängen zu tun. In den beiden Bereichen jedenfalls stark steigende Zahlen. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch vor allem diese Bereiche zu adressieren: Veranstaltungen, Feiern, dort, wo Menschen auch in religiösen Zusammenhängen, im geschlossenen Raum ohne Hygienekonzept zusammenkommen. Und gleichzeitig eben deutlich zu machen, das ist auch für die Wirtschaft wichtig, wo wir prioritär auch offen bleiben wollen. Das sind Kita und Schulen, das ist Handel, Wirtschaft, weil am Ende es Arbeitsplätze zu sichern gilt und vor allem auch eine wirtschaftliche Ertragskraft fürs Gesundheitswesen wichtig ist. Also, dass man sich klar hat als Gesellschaft und jeder für sich, was sind die prioritären Bereiche, die auch offen bleiben sollen unter Pandemiebedingungen, wo sind die riskantesten Bereiche und wo korreliert das auch miteinander? Und gerade beim Thema Feiern und gesellig sein, das ist schön, aber ich glaube, jeder für sich würde die Frage beantworten: Muss das unbedingt sein im Vergleich zu Kita oder Erwerb und Lohn und Brot? Würde eher sagen, die anderen beiden Dinge sind wichtiger, und gleichzeitig sind genau da, das passt ja dann so gesehen auch, die Risiken am größten. Insofern ist es aus meiner Sicht sehr klar, wenn wir über Beschränkungen reden, die notwendig werden könnten, dass das eben in diese Bereiche hineingeht. Wir sind besser im März als im März und April, insbesondere wenn es
um die Frage geht von Testkapazitäten, Testmöglichkeiten. Die Schnelltests kommen jetzt auch dazu. Wir sind besser in dem Wissen, wo es Infektionsgeschehen gibt und wo nicht. Ich habe gerade die Beispiele genannt. Ausbrüche bei Friseuren, Einzelhandel, selbst in Flugzeugen hatten wir jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten nicht. Es gibt Therapieoptionen, noch nicht alle zugelassen, aber also für Covid-19, aber doch eben verfügbar, auch für die Behandlung bei schwersten Verläufen. Und selbst beim Digitalen haben wir in 3-4 Monaten geschafft, was vorher in 10 Monaten nicht möglich war, zum Beispiel, dass die Labore jetzt digital melden. Das ist alles das und noch mehr, was akut ansteht, was mich aber mindestens so sehr beschäftigt, und da will ich kurz in der zweiten Hälfte drauf schauen, des Eingangs, ist die Frage, was jetzt schon als Lesson learned für Gesundheit, aber auch für Deutschland absehbar ist an Folgen. Und das eine ist die globale Lage. Wir haben sehr schmerzhaft erlebt, auch hier gerade im Ministerium sehr schmerzhaft erlebt, dass wir zu abhängig sind von einem großen Land, nämlich China. Übrigens zu abhängig sind aus meiner Sicht in zwei Richtungen. Zum einen sollte es sich nicht in China entscheiden, ob wir ausreichend Schutzmasken für unsere Pflegekräfte in Berlin, Amsterdam oder Warschau haben. Das haben wir übrigens Monate vorher, vor Corona, auch schon bei einem Wirkstoff, einem Blutdrucksenker, Valsartan, erlebt. Wir sind bei bestimmten sensiblen Bereichen aus meiner Sicht zu abhängig von China und Südostasien. Ich bin der Letzte, der dafür ist, dass Globalisierung und Arbeitsteilung weltweit in Frage gestellt werden. Der Exportweltmeister Deutschland hängt wie kein anderer davon ab, dass nicht jeder wieder seins zu Hause macht. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, finde ich, wo wir definieren müssen als Europäische Union, da wollen wir zusätzlich Produktion hier bei uns haben, um in einer bestimmten Lage nicht zu abhängig zu sein, auch im Bereich von Gesundheit. Das haben wir zum Thema der EU-Ratspräsidentschaft gemacht. Das wollen wir auch konkret unterlegen mit der Kommission, ob es Investitionsmittel sind und Programme sind, ob es vergaberechtliche Fragen und anderes mehr ist. Es geht übrigens auch in die andere Richtung. Wir sind zu abhängig von China als Absatzmarkt. Die Kurzarbeit bei VW oder beim Maschinenbau hat nie die Politik beschlossen in Deutschland. In Italien und Spanien standen die Fabriken still, weil Politik es entschieden hat. In Deutschland standen sie still, weil das Management gesagt hat, es ist keine gute Zeit, um Autos oder Maschinen nach China zu verkaufen. Deswegen Kurzarbeit. Und wir haben eben gespürt und spüren, was wir vorher schon wussten. Wir sind auch zu abhängig, aus meiner Sicht jedenfalls, von einem Land als Absatzmarkt. Und deswegen ist eine Lehre für mich, diversifizieren nach innen, nach Europa, was um bestimmte Produkte geht, die wir definieren müssen, aber auch diversifizieren nach außen in den Handelsbeziehungen. CETA, Mercosur, Japan-Vertrag sind da ja nur erste Ansätze. Übrigens CETA bis heute nicht im Bundestag ratifiziert. Wenn es mit Kanada nicht geht, mit wem soll es dann eigentlich gehen, wenn man gleichzeitig die Abhängigkeit sieht? Also das eine große Thema. Das zweite große Thema wirtschaftspolitisch aus meiner Sicht, auch da das Thema, wie wir weniger abhängig werden und uns in Europa insgesamt stärken. Das gilt für das Thema Biotech. Ich habe das erlebt bei Arzneimitteln. Wenn wir nicht in Europa die Produktion haben, Remdesivir ist ein Stichwort, dann ist das mit der Versorgung in Teilen auch schwer. Jetzt geht es nicht darum, sich vor allem an einzelnen Unternehmen zu beteiligen. Das ist jetzt nicht per se das Mittel der Wahl. Es geht aber vor allem darum, bestimmte Branchen zu definieren, die wir für die 20er Jahre stärken wollen. Biotech gehört aus meiner Sicht sicher dazu. Das geht aber auch für Wasserstoff, bestimmte Bereiche der Digitalisierung und Mobilität und in all diesen Bereichen auch einen Rahmen zu schaffen als Europäische Union, wo wir auch als Global Player agieren können. Warum retten wir die Lufthansa doch? Nicht nur wegen der Arbeitsplätze, die sind wichtig, aber wir retten sie vor allem auch und stabilisieren sie, weil ein Land wie Deutschland oder ein Kontinent wie Europa doch nicht nur irgendwann entscheiden können sollte, ob sie bei China Air, United oder Emirates buchen, wenn sie mobil sein wollen weltweit, sondern ich finde, es gehört zur europäischen Souveränität und Selbstbehauptung, dass wir solche globalen Unternehmen haben, die da mitspielen global. Deswegen finde ich, müssen wir auch das Kartellrecht überarbeiten. Siemens Alstom nicht fusionieren zu lassen, ist aus meiner Sicht ein Fehler gewesen. Das gilt auch für andere Bereiche, weil es ja darum geht, auch in Form von Selbstbehauptung tatsächlich Weltliga spielen zu können in einer Welt, die ja nicht mehr ist wie früher. Also unser Business Model, die USA sorgen für unsere Sicherheit und wir machen derweil Geschäft, funktioniert nicht und auch manches andere unseres Business Models funktioniert nicht mehr. Das braucht mehr europäische Souveränität, auch gerade in diesen Bereichen. Und das ist übrigens was anderes als in der CDU, denken ja viele immer an den Leipziger Parteitag. Damals ging es darum, vor 20 Jahren, Produkte, die gut waren, wettbewerbsfähig zu machen, Steuern senken, Beiträge senken. Heute geht es vor allem darum, erstmal wieder Produkte zu haben, die für die 20er Jahre gut sind.
und attraktiv sind. Dazu gehört übrigens auch aus meiner Überzeugung für die 20er Jahre aus der Pandemie sehr stark Gesundheitsprodukte. Biotech habe ich schon erwähnt, Test, Diagnostikindustrie. Das wird noch eine ganz andere Bedeutung in unser aller Leben haben, sich jeden Tag testen zu lassen, nicht auf Corona zuerst, sondern insgesamt. Und in all diesen Bereichen würde ich gerne Europa vorne sehen wollen. Übrigens auch beim Digitalen, im Gesundheitsbereich. Ich möchte nicht entweder den Staatskapitalismus oder Datenkapitalismus, Amazon, Apple, Google haben die Daten oder Staatsüberwachung bei China. Der Staat hat die Daten, sondern gerade bei der elektronischen Patientenakte zum Beispiel sind wir dabei, aufzubauen zum 1.1. ein System, wo der Bürger entscheidet, was mit seinen Gesundheitsdaten passiert und nicht der Konzern und nicht der Staat. Also in all diesen Bereichen, und das zeigt diese Pandemie in die 20er hinein, eigenständiger zu werden. Und dritter und letzter Punkt, auch die soziale Frage. Das Verständnis dafür, dass wir ein starkes Pflege- und Gesundheitswesen brauchen, ist aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, deutlich gestiegen. Es geht bei Sozialstaat, starker Sozialstaat, nicht zuerst um die Frage, Sozialleistungen um 10 oder 15 Euro oder was auch immer, wie viel Prozent zu erhöhen, sondern die allermeisten erwarten vor allem eine Struktur, die Sicherheit gibt, ein Sozialstaat, der Sicherheit gibt in der persönlichen Krise, Krankheit oder in der gesellschaftlichen Gesundheitskrise, Pandemie. Und das haben die Deutschen, denke ich, sehr klar erleben dürfen bei allen Problemen im Alltag, dass und übrigens auch die Wirtschaft, dass wir so schnell wieder haben starten können, hat auch damit zu tun, dass das Gesundheitswesen stark ist. Also ein starkes Gesundheitswesen hilft auch der Wirtschaft und gibt Sicherheit für wirtschaftliche Aktivität, gilt aus meiner Sicht auch für Pflege. Und das eben auch zu adressieren aus dieser Pandemie in die 20er hinein und eben auch zu adressieren, insgesamt in der Debatte zum Sozialstaat, was mich sehr beschäftigt, aber es ist noch eine ganz eigene Debatte mit der Zinspolitik, die sich jetzt nochmal fortsetzt und insgesamt dem, was wir in dieser Pandemie sehen, auch in der wirtschaftlichen, in der Lohnentwicklung. Diejenigen, die schon haben, Aktien und Immobilien, werden noch mehr haben. Und diejenigen, die auf ihr Arbeitseinkommen eingewiesen sind, starten jedenfalls nicht mit Vorteil in die 20er Jahre. Und deswegen wird die Frage, wie halten wir die Gesellschaft sozial zusammen, sicherlich auch für diese 20er Jahre nochmal eine andere Rolle spielen als in den 10er Jahren. Also das sind nur drei Punkte, sozusagen Selbstbehauptung Europas in den Bereichen von Produkten und Absatzmärkten, Souveränität Europas, auch in der Wirtschaftspolitik, ein Staat, eine EU, die einen Rahmen gibt für bestimmte Branchen und Stärken gibt, aber eben auch ein Sozialstaat, der Sicherheit gibt, sind aus meiner festen Überzeugung drei wichtige Bereiche, wo wir aus der Pandemie heraus in die 20er Jahre was mitnehmen, jenseits des Alltagsgeschäfts, das ich eingangs erwähnte. Ja, vielen Dank. Ich übernehme vielleicht gerade hier mal. Vielen Dank, Herr Minister, für diesen weiten Bogen. Sie haben ja in der kurzen Zeit so viel untergebracht, da könnte man Stunden drüber reden. Vielen Dank dafür. Und wir werden das auch vertiefen in vielen weiteren Runden. Vielleicht können Sie noch ein paar Sätze sagen, weil das natürlich viele auch interessiert zu dem, was jetzt unmittelbar kommt. Also Sie gehen nachher ins Bundeskanzleramt. Am Mittwoch ist ja Ministerpräsidentenkonferenz. Die Frage ist, was mit dem Beherbergungsverbot passiert. Welche weiteren Maßnahmen sind geplant, wenn Sie uns da noch ein wenig in Ihr Schatzkästlein gucken? Also was wir grundsätzlich ja sehen, ist, dass in dem Moment, wo bei so einem Thema wie Mobilität, da hat es mit dem Beherbergungsverbot natürlich, zu tun. Wenn es um Mobilität geht und keine einheitlichen Regeln da sind, dann macht das massiv Akzeptanz und untergräbt das Akzeptanz. Und das, was ich anekdotisch im eigenen Bekanntenkreis, was wir im Ministerium, in den Rückmeldungen, soziale Medien, Hotline, aber auch insgesamt erleben, ist, dass diese 16-mal unterschiedliche Regelung für innerdeutsche Reisen jedenfalls ein Akzeptanzproblem auslöst. Und deswegen ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ist, dass wir am Mittwoch mit dem Ministerpräsidenten auf eine einheitliche Linie und Herangehensweise da auch kommen. In einer pandemischen Lage, die eben anders ist als im Juli. Die Regel mit den 50 pro 100.000 und Beherbergungsverbot galt übrigens in vielen Bundesländern seit Juli. Es wurde halt nicht schlagend sozusagen, weil keiner über 50 war, nennenswert. Jetzt auf einmal ist es das.
Und ich finde es sehr wichtig, dass wir da einheitlich vorgehen, auch bei der Einreise aus dem Ausland. Das ist das andere Thema, wo es ja auch um eine Vereinheitlichung geht. Und an beiden Stellen arbeiten wir daran mit den Ländern. Aber Sie sehen ja jeden Tag, noch ruckelt es etwas auf dem Weg dahin, daraus eine einheitliche Linie zu machen. Das zweite ist, in den Blick wirklich zu nehmen, wo sind die Bereiche, wo wir gestiegenes Infektionsgeschehen haben. Wir hatten ja am Freitag auch eine Schalte, ja, dabei die Bundeskanzlerin mit den 11 Bürgermeistern, Oberbürgermeistern der 11 größten Städte in Deutschland. Das ist im Moment der Hauptfokus in den Bereichen. Aus den beiden von mir beschriebenen Ereignissen, Feiern und zum Teil eben auch aus, ja, hat eben am Ende auch mit Kulturunterschieden zu tun in der Frage, wie man so aufeinander, miteinander den Abend und den Tag begeht und ob eine Akzeptanz da ist für Schutzmasken. Ob man das nur so irgendwie als freundliche Empfehlung nimmt oder das für sich integriert. Das gilt übrigens für ganz unterschiedliche Bereiche und Gruppen. Und das ist aber in den Großstädten ein größeres Thema. Und dann muss man eben feiern, Party, Veranstaltungen adressieren, aber nicht bei der Gelegenheit aus meiner Sicht gleich den Einzelhandel wieder in Sorge bringen. Und das müssen wir kommunikativ halt auch klar machen. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind problematisch. Da müssen wir Regeln aufstellen und durchsetzen, insbesondere zum Schutz der anderen Bereiche, die eigentlich gut laufen. Und da muss man eben die wirtschaftliche Härte, bleibt ja dann in der Gastronomie und bei den Clubs oder wo immer, gezielter wirtschaftliche Hilfe geben für die Bereiche. Und all das sozusagen aus einer Sommergefühlslage heraus, wo nicht hier bei uns, aber doch woanders ja das Gefühl entstanden ist, wir sind irgendwie schon durch, jetzt wieder in den richtigen Modus zu bringen. Darum geht es am Mittwoch. Noch einmal ganz kurz nachgefragt, danach gebe ich den Raum frei. Zu dem Beherbergungsverbot, zu dem Sie sich jetzt auch ein bisschen kritisch geäußert haben, auf das Akzeptanzproblem hingewiesen haben, sind Sie dafür, dass man das jetzt zurückzieht in Anbetracht der Situation, dass eben in ganz vielen Städten die 50 überschritten sind und es ja dann eigentlich keinen Sinn mehr macht? Ich bin zuerst einmal dafür, wir haben ja eigentlich eine Kaskade und eigentlich ist der Hauptadressat bei 50 über 100.000 die Kommune, der Bereich, wo das überschritten ist. Dort die Maßnahmen zu ergreifen, auch zügig und umfassend zu ergreifen, um dort schnell wieder die Dinge im Griff zu bekommen. In dem Moment, wo das geschieht, bräuchte man ja gar nicht mehr über die externen Wirkungen nachzudenken. Umso mehr Regionen über 50 sind, desto weniger nachvollziehbar ist so eine Regelung. Bei uns in NRW, OWL nicht über 50, Ruhrgebiet über 50. Wenn Sie eine Regelung machen zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, dann können Sie natürlich fragen, warum machen wir eigentlich keine zwischen OWL, Ostwestfalen und Ruhrgebiet? Also meine Sorge ist, dass das wirklich in Akzeptanzprobleme hineinführt, die insgesamt dann in der Corona-Akzeptanzpolitik Akzeptanz zu Problemen führt. Ich denke, Sie hören raus, wo ich hinwollen würde. Aber wir müssen halt jetzt sehen am Mittwoch, dass wir das, also noch wichtiger finde ich vor allem Einheitlichkeit. Alles andere führt echt ins Chaos. Darf ich nochmal nachfragen, Herr Spahn, wie stehen Sie zu dem Thema Strafen? Das ist ja viel diskutiert worden. Es gibt dann Forderungen, also bundesweit einheitlich müssten Geldstrafen, keine Ahnung, für Masken vergessen, 250 Euro oder so. Also was ist für Sie der Stellenwert von Strafen? Oder sehen Sie eher, ich sag mal, Überredung, Appell an Pflichtgefühl da im Vordergrund? Also ich finde, also am Ende das, was wir erreichen müssen, erreichen wir nur, wenn die allermeisten aus sich heraus mitmachen wollen. Das gilt übrigens für andere Bereiche auch. Warum halten Sie nachts bei einer roten Ampel an, wenn weit und breit kein Auto ist? Weil Sie irgendwie für sich innerlich akzeptiert haben. Das klappt ja alles miteinander nur, wenn bei uns dann so ein paar Regeln wie rote Ampeln halten. Auch wenn es vielleicht in der konkreten Situation gerade erstmal gar nicht per se notwendig wäre. Und so gilt das da ja auch. Und die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wollen ja auch und machen ja auch mit. Die Akzeptanz ist weiterhin sehr hoch in all den Bereichen. Aber damit Akzeptanz hoch bleibt, muss man natürlich Dauerregelverletzer müssen es dann auch mal spüren. Wenn Sie natürlich neben dem stehen, der ständig bei der roten Ampel drüber fährt, denken Sie sich irgendwann auch, okay, dann fahre ich jetzt auch drüber. Und so geht das hier auch. Ich halte nichts von Polizeistaat nach dem Motto, überall an jeder Ecke. Aber ich finde schon wichtig, wie wir es bei anderen Regeln ja auch machen, dass zumindest stichprobenartig kontrolliert und auch Bußgeld durchgesetzt wird. Und ich sage mal, in einer Stadt wie Berlin, wenn Sie bei 4, 5, 6 Gastronomen, die sich nicht dran halten. Viele halten sich dran. Man muss jetzt auch immer aufpassen mit dem Verallgemeinern. Aber wenn es diejenigen gibt, die sagen, bei mir ist Maske egal, bei mir ist egal, ob jemand sich einträgt, wenn es da ein paar Mal empfindliche Geldstrafen gab, dann spricht sich das so schnell rum,
dass dann auch schnell sich an alle oder viele wieder daran halten. Aber in dem Moment, wo so ein Gefühl entsteht, es kontrolliert eh keiner und dieses Gefühl setzt sich Tag um Tag mehr fest, dann natürlich verlieren sie insgesamt Akzeptanz. Deswegen oberste Prämisse, es klappt nur, wenn die meisten mitmachen wollen. Damit das aber auf Dauer so bleibt, müssen sie zumindest stichprobenartig natürlich Regeln auch durchsetzen. Das gilt aber ja am Ende auch für alle Lebensbereiche. Ich würde jetzt mal ein paar Fragen aufnehmen aus dem Kreis der Zuhörer. Wir haben ja etliche hundert Zuhörer zum Beispiel. Das ist natürlich ein bisschen jetzt sozusagen punktuell, aber ich fange mal mit einer an. Sie haben ja angesprochen, dass sehr viel größere Testvolumen als früher haben, das ja eigentlich auch begrüßt, dass mehr getestet wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ein Zuschauer weist darauf hin, dass Sie früher davor gewarnt haben, dass zu viel getestet wird, weil Sie gesagt haben, da sind dann auch viele falsche Tests dabei. Haben Sie da Ihre Meinung geändert? Dieses Zitat, das ich ja kenne, das habe ich mal nach einer Sendung gesagt, wird vielfach in den sozialen Medien genutzt als Argument, verstehe ich auch, hat sich bezogen auf anlasslose Massentests. Also einfach mal, wer will. Die machen aus meiner Sicht bis heute keinen Sinn, sondern muss immer ein Zusammenhang dabei sein, warum man jetzt testet. Zum Beispiel Reiserückkehr, zum Beispiel Pflegeheim, weil besonderes Setting, zum Beispiel Kontaktperson. Das ist wichtig, um insgesamt, weil der so ein Test auch immer nur eine Momentaufnahme, Sekundenaufnahme ist, insgesamt das gut zu steuern. Die Frage der Falschpositiven ist mittlerweile auch durch gute Laborvalidierung, und die sind immer besser geworden, das ist mittlerweile auch gut nachgewiesen, deutlich unter 1%, also das ist mittlerweile 99,8 oder 9%, wo das Ergebnis, wenn es positiv ist, auch tatsächlich richtigerweise positiv ist. Die Zahl der Falschpositiven beim PCR ist über die letzten Wochen auch durch immer mehr Wissen und gegebenenfalls Nachtestung immer weiter gesunken. Was wir sehen ist, wir machen jetzt 1,1 Millionen Tests pro Woche in etwa. Übrigens zu Beginn hatten wir 200.000 bis 300.000. Wir haben also schon ganz schön hochgerampt. Und die positiven Rate ist bei 1,6% letzte Woche gewesen. Das zeigt, also von den 1,1 Millionen etwa 1,6% positiv, wir leuchten das Dunkelfeld gut aus. Hätten wir 20, 30, 40% positiv, würde das heißen, dass uns ganz viel entgeht vom Infektionsgeschehen. Durch diese relativ geringe Positivrate, die aber gestiegen ist in den letzten Wochen von 0,7 auf 1,6%, haben wir zumindest mal einen Hinweis darauf, dass wir gut im Blick haben, was im Land passiert. Eine Frage, die nochmal zu dem Strafmodus zurückkommt, über den wir gerade geredet haben, nachdem Professor Fuß gefragt hat. Jemand meint, würde es nicht helfen, wenn man eine Webseite hätte, wo man Verstöße melden kann? Ja, ich finde, wir müssen diesen Spagat miteinander schaffen. Der ist auch gar nicht so leicht. Den erwischt man sich ja selbst im Alltag bei, zwischen aufmerksam, wachsam und auch mal einen Hinweis geben und einladen zum Denunzieren, wenn ich es mal so formulieren darf. Das ist ja immer ein schmaler Grat, kennt jeder aus der Nachbarschaft, ne? Dass man ja auch bei ganz anderen Lebenslagen irgendwie manchmal das Gefühl hat, die halten sich an Regeln nicht, aber irgendwie so. Das finde ich als Option zu sagen, wenn man mitkriegt, und zwar gar nicht nur der Einzelne, sondern vor allem eine Institution, wie ein Restaurant, wie ein Veranstalter, wie andere, halten sich regelhaft nicht an die auferlegten Hygienekonzepte, finde ich, kann man irgendwann auch mal einen Hinweis geben. Aber gleichzeitig möchte ich jetzt auch nicht einladen, durch eine Homepage irgendwie, ja. Wie Sie gesagt haben, das Denunziantentum zu befragen. Ja, man muss diese Balance finden, die ist manchmal nicht leicht zu finden und die muss jeder Einzelne ja auch für sich finden. Ich meine, das gibt es ja auch, das erlebe ich ja auch. Gestern wieder stand ich draußen mit Bekannten im Gespräch und ich sah gleich, wie die ersten aus 20 Meter Entfernung die Kamera zückten und ich weiß genau, die werden jetzt irgendwie gucken, war der 1,5 Meter auseinander und die werden es gleich posten und guckt der Gesundheitsminister, ob es jetzt 1,30 Meter waren oder 1,50 Meter. Das sind die Reflexe, die wir haben und ich finde, wir müssen die richtige Balance finden zwischen auch mal sagen, ey, hier gelten Regeln und gleichzeitig irgendwie alltagstauglich miteinander zu bleiben. Andere, danach gebe ich da mal an Professor Fuß, der hat bestimmt in diesem ganzen Flow von Fragen, die wir sehen, auch interessante aufgespürt, aber eine könnte ich noch stellen. Das Gegenteil sozusagen von Denunziantentum regt jemand an. Er sagt, man könnte ja positive Anreizsysteme setzen, zum Beispiel keine Sperrstunde für Kunden, die die Corona-App benutzen.
Finde ich grundsätzlich durchaus als Gedanken sympathisch. Bei der Corona-Warn-App haben wir uns als Policy darauf verständigt, sie überhaupt nicht mit Anreizen zu verbinden, weil eben freiwillig, freiwillig, freiwillig als oberstes Prinzip für hohe Akzeptanz gesorgt hat und sorgen soll. Wir haben übrigens mittlerweile fast 19,5 Millionen Downloads, also die Zahlen gehen weiter hoch. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Tests, die Testergebnisse, die über die App an die Bürger gebracht wurden. Also wir sehen, die App gerade in den letzten 3, 4 Wochen macht einen richtigen auch in dem, was sie leistet und leisten kann. Aber da geht natürlich noch mehr. Positive Anreize. Also am Ende ist der positive Anreiz ja vor allem auch für die Veranstalter. Ich habe immer gesagt, die Frage ist nicht, wann Restaurants wieder starten, sondern wie. Unter welchen Bedingungen. Die Frage ist nicht, wann die Waldbühne wieder Roland Kaiser als Auftretenden hat, sondern wie. Und ich finde, wir müssen tatsächlich diejenigen belohnen, sozusagen die Konzepte entwickeln, und auch umsetzen und bewiesen haben, dass mit diesen Konzepten die Infektionsrisiken quasi gen Null minimiert sind oder weitestgehend minimiert sind. Und deswegen finde ich es so wichtig, gerade im Diskurs aktuell nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern zu sagen, wir haben bestimmte Bereiche, da gibt es Probleme. Aber mit den Konzepten, die wir haben, also am Fußballstadion, mit den Konzepten, die da sind, hat sich halt nachweislich jedenfalls bis jetzt noch kein Infektionsgeschehen ergeben. Deswegen wäre jetzt mein erster Reflex, nicht gleich wieder die Bundesliga in Haftung zu nehmen, sondern auf die Bereiche zu schauen, die tatsächlich problematisch sind. Das würde ich mal auch als Anreizwirkung sehen. Ja, ich mach vielleicht mal weiter. Der Vorteil dieser digitalen Veranstaltung neben einigen Nachteilen ist ja, dass wir hier europaweit zusammensitzen können. Hier also eine Frage aus Paris von Sabine Arnaud von der Zeitschrift Challenge, die fragt, gibt es aus Ihrer Sicht Länder in Europa, bei denen man sagen kann, da gibt es Maßnahmen, vielleicht auch Politikpakete, die funktionieren wirklich gut, von denen kann man was lernen und gibt es einen Koordinierungsbedarf in Brüssel, was Corona-Maßnahmen angeht, oder sollte man da lieber dezentral gezielt herangehen und Brüssel in dem Fall eher außen vor lassen? Das ist eine deswegen gute Frage, weil das ja das Thema uns seit Anfang an beschäftigt, auch im Verhältnis Brüssel und Mitgliedstaaten. Wo es auf jeden Fall Sinn macht und wo wir als Präsidentschaft auch mit Hochdruck dran arbeiten, ist, einheitliche Regelungen zu finden für die Definition von Risikogebieten. Also, dass nicht jeder Mitgliedstaat eine eigene Definition hat, sondern wir über das ECDC, also das European Center for Prevention and Disease Control und das Europäische Robert-Koch-Institut, die Zahlen auch eine allgemeine Grundlage nehmen und für Reisen und Mobilität. Das ist aus meiner Sicht vor allem einer der wichtigsten Bereiche, wo es Europa, EU einheitliche Regeln braucht, weil sonst ist das Gleiche, was ich vorhin für Deutschland sagte, bezogen auf die 16, gilt natürlich auch nochmal auf die 27. Und ich komme selbst aus der deutsch-niederländischen Grenzregion, gebürtig, der Wahlkreis ist da der Hauptwohn. Ich kriege ja mit, am Ende die Leute sind jeden Tag unterwegs über die Grenze, schon wichtig, dass da eine nachvollziehbare Einheitlichkeit ist. Was bestimmte Empfehlungen angeht, Quarantäne, Dauer und anderes mehr, macht es eben auch Sinn, da eine mögliche Einheitlichkeit zu haben. Und dann gibt es andere Bereiche, da ist das mit dem Vereinheitlichen halt auch schwer, weil es natürlich, wissen Sie, so ein NHS in UK ist Bestandteil der nationalen DNA. Einfach kulturell, historisch. Und so ein Gesundheitswesen in Deutschland seit Bismarck, Sozialversicherung in den Verantwortlichkeiten. Der britische Kollege Matt Hancock, wenn ich mit dem rede, wir wissen halt beide auch, dass manche Dinge nicht eins zu eins jeweils übertragbar sind, weil wir unterschiedliche Gesundheitssysteme haben. Und das gilt fürs französische oder andere Systeme genauso. Das Gesundheitssystem ist was wie wenig andere Bereiche, was kulturell und über teilweise Jahrzehnte, Jahrhunderte in Traditionen gewachsen ist, sich entwickelt hat in der Struktur. Da kann man nicht einfach mit dem gleichen Instrumentenkasten immer ran. Aber in dem Moment, wo es grenzüberschreitend wird, bei Mobilität, bei Arzneimittel, Impfstoffbeschaffung, machen wir europäisch. Deutschland hätte das auch alleine machen können. Wir hätten die Verträge geschlossen gekriegt, aber die Kollegen in den kleineren Ländern wären dann deutlich später dran gewesen. Und deswegen haben wir eben gesagt, alle 27 zusammen, da sind wir solidarisch. Also in solchen Bereichen kann Europa einen wichtigen Unterschied machen. So ein ECDC übrigens auch. Wir haben Robert-Koch-Institut, Frankreich hat das Institut Pasteur, aber der slowenische oder slowakische Kollege sagt mir dann schon mal, wisst ihr, wir haben sowas nicht. Ich brauche das ECDC.
Und deswegen ist eine unserer Präsidentschaftspolitik auch, das ECDC zu stärken, gerade für diejenigen Mitgliedstaaten, die eben im Zweifel solche Institute gar nicht haben können aufgrund der Größe. In den Bereichen geht Mehrwert, in anderen Bereichen bin ich nicht so ein Fan von Vereinheitlichung. Also differenziert. Ja, vielen Dank. Ich greife eine Frage auf von Herrn Hagemeister, die jetzt ein bisschen geht in Richtung Gesundheitsvorsorge generell. Deutschland steht ja, Sie haben es gesagt, in der Corona-Pandemie eigentlich außerordentlich gut da, wenn man das vergleicht. Sie haben es gesagt, wir liegen mitten in Europa und die Zahlen sind gut. Jetzt wird gefragt, wie ist es eigentlich mit anderen Bereichen? Hier wird insbesondere Tabakkonsum angesprochen. Es ist ja übrigens so, dass tatsächlich sich gezeigt hat, dass Tabakkonsum einer der Risikofaktoren ist, auch für Corona. Müssen wir also neu nachdenken über Vorsorge bei so Krankheiten wie Tabak? Es wird ja immer wieder kritisiert von Ärzten, das Nikotinpflaster wird nicht bezahlt von der Krankenversicherung. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich höre dieses Argument immer. Müsste man nicht auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung stärker in Prävention überhaupt investieren und insbesondere im Bereich Tabak? Und in der Herr Hagemeister fragt auch, oder gibt es da wirtschaftliche Interessen, die Tabakindustrie, die da dagegen wirkt? Sie dagegen arbeitet im Zweifel, glaube ich, sofort, aber das ist ja nicht handlungsleitend. Zum Ersten, bei den übertragbaren Krankheiten sehen wir übrigens ein sehr interessantes Phänomen. Wir hatten seit März diesen Jahres keinen Masernausbruch mehr in Deutschland. Das heißt also, wir sehen natürlich die Maßnahmen, die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske machen für sehr viele der infektiösen Krankheiten einen Unterschied. Also wir sehen da überall, gehen die Zahlen runter. Deswegen müssen wir nicht im Dauerbetrieb jetzt so leben, bin ich sofort dabei. Aber in bestimmten Bereichen und ist es nur die Handhygiene im Herbst, Winter macht es im Sinn, sich so ein paar Dinge oder die Maske im Herbst, Winter vielleicht, zumindest mal in der U-Bahn, wie in anderen Ländern auch, sich zu erhalten, macht definitiv Sinn. Bei den nicht übertragbaren Krankheiten, die ja meistens auch vom Tabakkonsum und anderen ausgelöst werden. Wissen Sie, was ich immer sage? Ich kann das jetzt so gar nicht so schön in der Veranstaltung geben, schöner. Ich sage immer, Risikogruppe fängt hier an. Also wenn man über Risikogruppe redet, dann hat man ja immer das Gefühl, da sind irgendwelche anderen gemeint. Aber jeder von uns, 40-50% der Deutschen, ob es das Thema Gewicht ist, Bewegungsmangel ist, wie wir uns ernähren oder rauchen, hat in seinem Alltag Risikofaktoren, die man selbst beeinflussen kann. Und deswegen switchen wir auch stärker um bei unseren Präventionsmaßnahmen, sie gar nicht krankheitsbezogen zuerst zu machen, also Diabetes, also Herzerkrankungen, also andere, sondern sie vielmehr auf diesem Bereich Ernährung, Bewegung und etwa Tabakkonsum oder Nichtkonsum zu konzentrieren. Weil für die allermeisten Erkrankungen sind es eigentlich immer wieder die gleichen Risikofaktoren, die da gelten im Persönlichen, jedenfalls bei dem Teil, den man persönlich beeinflussen kann. Und beim Tabakkonsum haben wir es übrigens geschafft, letzter Punkt, den massiv zu reduzieren. Also die Zahl der unter 18-Jährigen, die überhaupt im Rauchen anfangen, haben wir in den letzten Jahren massiv gemeinsam reduzieren können. Es gibt übrigens eine spannende Studie, wer bis 18 nicht anfängt, fängt zu 90% im Rest seines Lebens nicht mehr an. Und durch Werbeverbote, durch Preissteigerungen und durch Präventionskampagnen haben wir das Rauchen in der jüngeren Bevölkerung massiv schon gesenkt. Und das wird sich sicherlich auch noch mal weiter fortsetzen. Also da ist was passiert. Ich greife noch eine Frage auf, bevor ich wieder an Herrn Weise übergebe, die, glaube ich, wichtig ist, und zwar das Thema Impfung. Hier wird gefragt, wie verstehen Sie da den Zeithorizont? Es ist natürlich sehr schwer einzuschätzen, wann da jetzt ein vernünftiger Impfstoff vorliegt, wann der sicher ist und so weiter. Aber vielleicht so ganz grob von Ihrer Einstellung, ist das Ihre Einschätzung, ist das eine Sache, die bedeuten kann, wir können im nächsten Jahr im Sommer zur Normalität übergehen oder reden wir eher über 2022 oder noch später? Also Stand heute, 12. Oktober, bin ich sehr optimistisch, dass wir so schnell einen Impfstoff haben werden wie nie zuvor bei einem neuen Virus, bei diesem, weil es Vorarbeiten gab, mehr als das eins und anderes mehr. Und zweitens, die ganze Welt, Wirtschaft, Wissenschaft, Regulatoren und andere zusammenarbeiten wie auch nie zuvor. Ebola ist übrigens vor ein paar Monaten endlich besiegt worden. Ich war vor einem Jahr noch im Kongo, habe mir die Lage da angeguckt. Seit ein Ebola-Impfstoff da ist, seit ein paar Monaten, ist Ebola im Griff.
hat nur 20 Jahre gedauert. In Wahrheit wahrscheinlich auch, weil wir in der westlichen Welt uns nicht so angestrengt haben, einen Impfstoff zu entwickeln bei Ebola, wie wir es jetzt tun. Also wir werden so schnell haben einen Impfstoff wie nie zuvor, Stand heute. Mir ist ganz wichtig, dass der Phase 3 Studien durchläuft, heißt zigtausende Probanden freiwillig den verimpft bekommen haben. Keine Schnellzulassung nach Phase 2, weil Impfstoff an hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf der Welt, gesunde Menschen zu verimpfen, da müssen wir Wirkungen und Nebenwirkungen, soweit es jedenfalls geht, auch in großen Studien Phase 3 auch gut erforscht haben. Das ist auch europäische Policy, ganz klar, dass wir das Zulassungsverfahren so regulär machen und nicht Sputnik 5 oder anders. Sputnik ist übrigens nie auf dem Mond angekommen. Die Dinge nach dem Motto, wir wollen die Ersten sein, wir wollen sicher und wirksam. Eine weitere wichtige Prämisse ist, dass wir auf mehrere Technologien und Hersteller setzen. mRNA-Technologie, völlig neu für den Impfstoff bei Menschen. Vektortechnologie, proteinbasiert. Also wir haben Verträge als EU mit mehreren Herstellern und mehreren Gruppen. Wenn alle Pferde ins Ziel kommen, werden wir viel zu viel Impfstoff haben, sage ich Ihnen jetzt schon. Aber ich kann halt nicht nur auf einen Hersteller setzen. Wenn der irgendwie kurz vorm Finale wegen eines Vorfalls pausieren oder beenden muss, dann gucken wir in die Röhre. Und deswegen setzen wir eben auf mehrere Technologien und mehrere Hersteller. Wenn wir nachher zu viel haben, werden wir es auf der Welt sicherlich gut verwenden können. Und Stand jetzt würde ich davon ausgehen, Stand heute, 12.10., dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres beginnen können. Die Frage, wie lange es zur Immunität führt, das kann man allerdings erst nach Abschluss der Phase 3 und dann auch nach längerer Betrachtung natürlich beantworten. Gibt es da, auch das ist eine Frage, gibt es da eine Prozentzahl, an der Sie sich orientieren? Wie viele Impfungen müssen durchgeführt sein, bis man erwarten kann, dass es ausreichend Immunität gibt? 60%? Also bei diesem Virus, das war ja die berühmte Debatte, wenn Sie die übrigens erinnern, aus Februar, März, wo die Kanzlerin mal sagte, 66%. Das hat eben was zu tun mit der Übertragungsrate des Virus. Also es müssen so 55-65% immun sein, damit es bei diesem Virus zum Erliegen kommt. Beim Masernvirus übrigens, weil das viel ansteckender ist, müssen es über 95% sein. Und da bin ich auch beim Thema freiwillig. Da ich sehr sicher bin, wir erreichen die notwendige Größenordnung freiwillig, halte ich nichts von einer verpflichtenden Impfung. Und da ich weiß, dass immer wieder aufs Neue in WhatsApp-Gruppen und Social Media behauptet wird, wir würden eine Impfpflicht einführen, kann ich Sie nur bitten, helfen Sie mit. Nein, es wird eine freiwillige Impfung, ein Impfangebot werden. Da sind wir sehr klar sortiert. Wenn wir zum Impfen jetzt nichts mehr haben, dann würde ich vielleicht das Thema noch mal weiten. Gabriele Köhler vom UN-Institut für Entwicklung in Bonn und Genf hat genau zugehört, als Sie vorhin über die Lieferketten gesprochen haben und gesagt haben, es kann eben nicht sein, dass bei diesen wichtigen Gesundheitssachen in China entschieden wird und so weiter. Sie fragt sich nur, müssten Sie als Wirtschaftspolitiker dieses Argument dann nicht auch über den Gesundheitssektor hinaus aufstellen und sagen, ich will wieder mehr Lieferketten zurückholen, also sozusagen meine Worte, die Globalisierung wieder ein bisschen zurückdrehen. Wie ist da Ihr wirtschaftspolitisches Weltbild, Herr Spahn? Ich habe es ja grundsätzlich vorhin auch angedeutet. Aus meiner Sicht muss man da echt die richtige Balance finden. Wir müssen aber dieses Maß an Globalisierung neu definieren. Und wir müssen die Bereiche, da bin ich ja bei Frau Kohler, definieren, die wir für so sensitiv oder sensibel, wie immer man es sagen will, halten als Europa oder als Deutschland, dass wir Produktionssicherheit auch, ich meine, wir haben beim Thema Ernährung zum Beispiel, es gibt Gesetze dafür, dass wir sicherstellen eine ausreichende Ernährung der Bevölkerung aus Deutschland heraus. Wir haben andere Bereiche, die sind aus anderem Grund besonders sensibel, Waffen zum Beispiel oder auch Bereiche in anderen Technologien, wo wir sehr darauf achten, dass Technik auch in Deutschland bleibt und damit auch Produktionsfähigkeit in Deutschland bleibt. Und meine Erkenntnis ist einfach nur, dass wir für bestimmte Bereiche das nochmal neu definieren müssen. Haben wir übrigens schon begonnen auch, gesetzgeberisch, auch für den Bereich Gesundheit, ohne, und da hat ja Frau Kohler recht mit dem Hinweis, dass wir als Bundesrepublik Deutschland, der immer noch bezogen auf seine Bevölkerungsgröße der Exportweltmeister der Welt ist
Ich weiß sehr genau als Pflegeminister, dass die Frage, ob wir 2030 für ein noch älteres Deutschland die Pflege bezahlen können, damit zu tun hat, ob wir in die Welt Produkte verkaufen. Also unser Wohlstand hängt von Export ab. Und deswegen ist eine Politik, die sagt, alle stellen wieder alles zu Hause her, keine Politik, die klug ist für eine Bundesrepublik Deutschland, die aus meiner Sicht auch nicht klug ist für den weltweiten Fortschritt. Aber es geht darum, in bestimmten Bereichen halt dieses Maß nochmal zu definieren und dann auch konkret zu machen. Das wird jetzt die Aufgabe sein auf EU-Ebene. Was sind die Wirkstoffe? Es gibt ein paar tausend Wirkstoffe auf der Welt für Arzneimittel. Wir wollen ja nicht alle wieder in Europa stärker auch haben. Was sind die sensiblen 10, 20, 30 Wirkstoffe, wo wir auch in Deutschland wieder Produktion brauchen, zum Beispiel? Was sind die Bereiche, wo wir Biotech-Impfstoffe, ich finde es super wichtig, das hat diese Pandemie gezeigt, dass Europa in der Lage ist, Impfstoffe zu entwickeln. Ich will nicht abhängig sein von China, aber auch nicht von der Frage, wer transatlantisch unseren Partner regiert, von der Frage in der Pandemie, ob wir Impfstoffe hier produzieren können. Und das müssen wir miteinander definieren, was sind die Bereiche und welche sind es nicht. Frau Kohler kommt im Zweifel zu anderen Bereichen als ich, aber das ist eben eine gesellschaftliche Debatte, die wir ja führen müssen. Und zur Zeit läuft schon langsam ab, sehe ich leider. Ich gebe da nochmal zu Professor Fuß für die letzte Runde sozusagen. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Nachfrage, Herr Spahn, zum Thema Gesundheitskosten und Pflegekosten. Sie hatten es eingangs angesprochen. Wenn wir jetzt ein bisschen länger in die Zukunft schauen, dann kommen die alten Themen, die wieder hochkommen, insbesondere demografischer Wandel. Derzeit sagen wir, wir wollen mehr ins Gesundheitswesen investieren, ist auch in Ordnung, aber wir stehen natürlich vor dieser großen Kostenwelle. Das ist ein Riesenthema, aber vielleicht ein paar Punkte dazu, das wäre interessant, wie Sie darüber nachdenken. Wie kann die Finanzierung gelingen, wenn es immer mehr Menschen gibt, die, weil sie einfach älter werden, Gesundheit und Pflege brauchen? Also zuerst einmal ist mir immer wichtig, Herr Fuß, dass wir Gesundheitswesen nicht nur als Kosten sehen, anders als manche andere Bereiche, weil das im Bereich Gesundheitswesen und das meiste davon ist über gesetzliche Krankenversicherung gesteuert und finanziert, werden 12% des Bruttoinlandsprodukts in etwa erwirtschaftet. Da arbeiten 5,5 Millionen Menschen. 5,5 Millionen, Automobil, glaube ich, 1 Million. Mit Abstand die größte Branche, die wir arbeitsmarktmäßig haben. Das ist ein Bereich mit vielen Innovationen. Diagnostik, Medizin, Produkte, Arzneimittel, Behandlungsformen, aber eben auch im Bereich, der infrastrukturell für viele Regionen wichtig ist. Und deswegen, und das ist ja die Lesson learned auch durchaus für die Wirtschaft wichtig ist. Mir hat ein Vorstand von Samsung, mit dem ich die Tage zusammenkam, Jung Son, ich hoffe, ich sage nichts Geheimes, gesagt, er ist jetzt nach Berlin erstmal für die nächste Zeit gezogen, weil er sich in den USA eigentlich nicht mehr abschließend wohlfühlt im Moment in der Corona-Lage und er eigentlich ganz beeindruckt davon ist, wie das deutsche Gesundheitswesen und wir alle zusammen das hier hinbekommen und belastbar sind. Ich habe den Eindruck, das ist ein Standortfaktor, gerade der weltweit außerhalb Deutschlands mehr als bei uns selbst wahrgenommen wird, dass ein gutes, stabiles Gesundheitswesen da eben auch Sicherheit gibt. Deswegen nicht nur Kosten, aber klar, trotzdem müssen die Kosten erwirtschaftet und finanziert werden. Das Einzige, was ein Gesundheitsminister auf Dauer da Sicherheit gibt, ist eine funktionierende, wachsende Wirtschaft. Ich habe als Gesundheitsminister immer Wert darauf gelegt, dass ich der erste Wirtschaftswachstumsunterstützer bei allen bin, wo es geht, weil wir am Ende nur die Ressourcen haben, die wir brauchen, wenn Wirtschaft wächst und das Feuer irgendwo erwirtschaftet werden kann. Klar muss man dann in der Gesellschaft darüber reden, wie viel von der Ressource soll in dem Bereich und in wie viel in dem Bereich. Und ich bin sehr sicher, in einer alternden Gesellschaft, wir sind nach Japan das zweitälteste Land der Welt, darf man nie vergessen, nach Japan das zweitälteste Land der Welt im Durchschnittsalter ist Deutschland. Und das wird nochmal deutlich älter werden in den nächsten Jahren mit dem Babyboomer in Rente, wird, glaube ich, die persönliche, aber auch die gesellschaftliche Entscheidung für mehr Gesundheit und Innovation und Pflege eigentlich eine sehr klare sein, durch die Pandemie nochmal getriggert. Und das muss ich dann auch abbilden. Was ich spannend finde, letzter Gedanke dazu, ist die Frage, wie man das auch finanzieren kann. Und zwar so, dass auch diejenigen, die nicht über eine PKV oder über private Vorsorge sozial abgesichert sind am Kapitalmarkt, die wir
kollektive Systeme finden, wie wir die gute Bonität, die wir auch haben, wir kommen ja an ziemlich viel Geld, ziemlich günstig ran gerade, auch umswitchen können in durch gute Anlage, in Rendite, in Kapitalmarktanlage, die dann zwischen dem Zins, den wir zahlen und dem, was wir dafür an Rendite bekommen, es ja auch möglich macht, in einer gewissen großen Ordnung soziale Sicherung zu finanzieren. Aber es ist nicht individuell, jemand hat den privaten Krankenversicherungsvertrag und spart irgendwas für sich, sondern wir als Gesellschaft. Und zwar vor allem für diejenigen, die zwar über ihre Steuern und Abgaben den Laden am Laufen halten, aber selbst eigentlich nie in vernünftige Kapitalanlage kämen. Das ist jetzt kompakt zusammengefasst, aber ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt, der wäre für sich genommen, Herr Fuß, noch eine lange Debatte wert. Ich jedenfalls habe vor, das Thema weiter zu vertiefen. Ja, vielen Dank, Herr Spahn. Ich glaube, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass wir heute wirklich eine positive Botschaft von Ihnen bekommen habe, dass Sie sagen, für ein gutes Gesundheitswesen muss die Wirtschaft stark sein. Das geht mir natürlich als Wirtschaftswissenschaftler so runter, ist aber sicherlich auch richtig. Sie sagen, der Gesundheitssektor ist nicht nur ein Kostenblock, sondern eine Wachstumsbranche. Also über steigende Kosten in der IT-Industrie hat sich noch keiner beschwert. Ne? Insofern finde ich das. Sind halt anders finanziert, fairerweise. Aber trotzdem. Ja, genau. Trotzdem, das ist wirklich entscheidend, genau. Auch die Autobranche ist ja nicht mit Steuern finanziert. Aber mittlerweile in Teilen, aber ist ein anderes Thema. Aber wir geben halt hier ein großes Versprechen gegenseitig, nämlich dass jeder Zugang zur medizinisch notwendigen Versorgung hat. Und dieses Versprechen mag banal einfach klingen, aber Sie müssen gar nicht so weit in Europa sich umschauen, um zu sehen, und in den USA sowieso schon mal, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das hat uns in dieser Krise Stärke gegeben. Das finde ich, ist nochmal wirklich eine Lehre. Bis hin zu der Frage, wer zahlt die Tests? In den USA war bis weit in den Sommer nicht klar, wer überhaupt die Tests bezahlt. Und wenn du nicht Kohle hattest, gab es keinen Corona-Test. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, dass so ein Gesundheitssystem jedenfalls aus meiner Sicht auch für die Wirtschaft durchaus Verlässlichkeit und Sicherheit gibt. Also das war jetzt noch eine gute Nachricht Nummer 4. Die Nummer 3 war, dass es bald eine Impfung gibt. Also das ist sehr gut alles. Und ich finde, vieles von dem, was Sie da vorgetragen haben, ist außerdem auch sehr innovativ. Und das finde ich auch mal erfrischend. Ihnen vielen herzlichen Dank, Herr Spahn. Sie sind sehr, sehr stark beschäftigt im Moment. Und wir wissen das alle sehr zu schätzen, dass Sie heute bei uns waren und diese Debatte hier so lebhaft mitgestaltet haben und geführt haben. Also vielen herzlichen Dank und alles Gute. Und danke fürs Verständnis. Und wenn Sie mögen, Herr Fuß, der Beise, haben Sie noch mal ein Gut für irgendwann mal noch mal. Darauf kommen wir zurück. Das tun wir gerne. Vielen Dank, Herr Spahn. Alles Gute Ihnen, meine Damen und Herren, Ihnen allen herzlichen Dank fürs Hiersein und fürs Mitdiskutieren. Lieber Herr Beise, ich glaube, das war heute wirklich ein guter Start in unsere neue Reihe. Und wir werden Sie alle natürlich auf dem Laufenden halten über das weitere Programm in diesem Semester. Die Daten liegen da noch nicht ganz fest, aber die Nachrichten kommen in Kürze. Also vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Danke.